Ciao zusammen, ich bin Ismail. Team Orange testet heute nicht Fußball, wie es vielleicht aussieht, sondern Fußball. So viel ich weiß, ist das Volleyball einfach mit der Fust. Und damit sich mein Wissen über das Fußball verbessert, bin ich bei der OB-Matte und habe es einfach mal ausprobiert. Als Einwärmspiel haben wir Fußball gespielt. Danach hat mir Lukas erklärt, wie sein Sport funktioniert. Er ist in der Administration im Vorstand und nationaler Schiedsrichter vom Verein. Ihn hat der Sport schon früher gepackt. Ja, mein Vater hat mich schon mitgenommen, als ich 7 war, ins Training. Ich habe es ausprobiert und es hat mir auch gefallen. Und das gefällt mir von Jahr zu Jahr immer noch. Fußball funktioniert folgendermaßen: Der Ball darf nach jeder Berührung einmal auf den Boden kommen, solange der Ball im Feld aufkommt. Nach der dritten Berührung muss der Ball übers Netz. Bei jedem Spielzug darf jeder Spieler höchstens einmal den Ball berühren. Der Ball darf nur mit dem Arm und dem Fuß gespielt werden. Wenn der Ball zweimal hintereinander den Boden berührt, gibt es einen Punkt für den Gegner. In der Regel spielt man 5 gegen 5. Porque, 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 te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. An der Fußball-EM in Deutschland im August hat die Schweizer Nazi Silber geholt. Das motiviert auch den Lukas und den Peter in ihrem Sport. Yes, es macht Spass, der Zusammenhalt der Mannschaft. Und es ist eben auch ein spannender Sport, auch zum Zuschauen. Gerade auch, wenn man oben raus kann, zwischendurch zuschauen kann. Das macht es schon sehr Spass. Vor allem die Mannschaft, also Zusammengehörigkeit miteinander spielen. Und mich bewegen, mich selber voranzutreiben. Oder? Ja. Wenn der Lukas über seinen Sport redet, kommt er schnell ins Schwärmen. Gerade wenn man Eddie dazu schaut, es ist sehr athletisch und es gibt super Ballwechsel. Und es ist auch immer spannend. Und die Schweiz zählt zu den weltbesten Teams. Obwohl ich beim Einwärmen mehr in die Schweiz gekommen bin, meint der Fahnenträger vom Club: Es macht Spass. Du bist in einer Gruppe und hast auch ein bisschen Fitness dazu. Für mich war es am Anfang noch ein bisschen schwierig, ins Spiel reinzukommen, aber die Grundidee des Spiels finde ich mega cool.